Hallo bei Sport in Schwerin, hier ist Roberto und ich begrüße Sie heute aus der Reiferbahnhalle, genannt die Hölle, zum Ostsee-Spreeliga-Spiel Grün-Weiß-Schwerin 1 gegen ProSport Berlin. Das Hinspiel gewann Grün-Weiß-Schwerin mit 32-31. Es war auch die einzige Führung in diesem Spiel und es gibt einiges wieder gut zu machen. Und daher viel Spaß, viel Glück für die Schweriner Mädels. Auf geht's! So, wir kommen zu unserem Team Grün-Weiß-Schwerin. Ja, jetzt, bevor das Spiel losgeht, zwischen Schwerin und Berlin, gibt es eine Schweigeminute für die Opfer von Japan. Daher kurzes Innehalten und dann sollte es auch in Kürze losgehen. Alle Formalitäten sind geklärt. Hoffen wir auf ein schönes Handballspiel mit einem guten Ausgang für die Schweriner Mädels, die sich in Berlin sehr, sehr schwer getan haben. Es ging sicherlich über 60 Minuten hin und her. Schwerin ohne eine Führung. Die Führung, die sie hatten, hatten sie kurz vor Ende des Spiels in der 60. Minute mit dem 32-31 Auswärtssieg. Die Tabellenkonstellation ist so, die Schwerinerinnen noch auf Platz 2 und ProSport Berlin befindet sich momentan auf Platz 9 der Tabelle. Was noch hinzuzufügen bleibt, dass Schwerin in Berlin, ich glaube, 10 Siebenmeter hatte und nicht einen davon verwandeln konnte. Das heißt, auch heute dort Nachbesserungsbedarf, weil der Stachel sitzt sicherlich tief. Das ist eine Quote, die würde ich mir auch als Trainer irgendwo an die Wand nageln und hoffen, dass es irgendwann wieder besser wird. Los geht's! Grün-Weiß-Schwerin gegen ProSport Berlin. Grün-Weiß-Schwerin von rechts nach links in den grünen Trikots.
dementsprechend pro Sport von links nach rechts in den schwarz-blauen Trikots. Mit dem ersten Treffer, dieses Spiels, 1:0 Führung. Und bei Schwerin sehen wir heute eine offensive 5-1 Deckung. Schon erste Probleme und das passive Spiel sofort angezeigt von den Schiedsrichtern. Und da geht es ab, der erste Ballgewinn. Resultieren aus der guten Abwehrarbeit der Schwerinerinnen. Na, da fehlte so der letzte Wille. Joda Wenck mit dem Versuch. Der aber natürlich leider am Tor vorbeiging. Das Schiedsrichter noch mal ganz kurz ermahnt, die Kreisläuferin von Pro Sport Berlin, Katrin Klemm, wie auch Wendy Künzel, dass sie das Gerangel und das Nachhaken, das Halten sein lassen sollen. Sonst geht man natürlich mit der 2-Minuten-Strafe vom Platz. Erste nennenswerte Angriffsaktion von Pro Sport Berlin, genutzt durch die Nummer 5. Durch Caroline Meyer. 1:1 Ausgleich. Gleich im Gegenzug Benny Künzel auf der anderen Seite von der Linksaußenposition. Hat aber beim Abschluss den Fuß auf der 6-Meter-Linie, auf dem 6-Meter-Kreis gehabt. Daher Abbruch für Pro Sport Berlin. Somit immer noch 1:1 Ausgleich. Tolle zweite gute Szene. Carolina Meyer auf Katrin Klemm, die sich gekonnt am Kreis durchsetzen kann. Und Anna Pöschel ohne Chance. Führung für Pro Sport Berlin 2:1. Wendy Künzel unnachahmlich 1 gegen 1 und das gleich in doppelter Hinsicht. Und zieht dabei eine gelbe Karte für die Nummer 11 von Pro Sport Berlin, Laura Konrad, die im Nachgang Benny Künzel gestoßen hat. Daher die Bestrafung rechtens. Hochversuch. Von Jana Malinowski, der am Tor vorbeigeht. Und das durch das gute Passspiel nach vorne, die schnelle Bewegung, erarbeitet sich Kerstin Feckel 1,7 Meter. Zudem tritt an Benny Künzel, ihre gegenüber Sabine von Agern, die aber keine Chance hat und der Bann ist gebrochen. Könnt ihr sagen, gegen Pro Sport Berlin, der erste 7 Meter, der den Weg ins Netz findet, nachdem man in Berlin alle 7 Meter verworfen hat. 3:2 Führung. Technischer Fehler, ein Doppeldribbling.
Schnelles Passspiel, schade. Hat Kerstin Fecke den Ball nicht ganz unter Kontrolle gekriegt. Auch dort. Geht unheimlich schnell hier. Hat Laura Konrad beim Abschluss den Fuß schon im 6-Meter-Kreis gehabt. Daher Abwurf für Schwerin und die Möglichkeit für die Schweriner Mädels auf 2 Tore davonzuziehen. Ja, Schwerin muss immer noch Jule Kluth ersetzen, die ja beim letzten Spiel sich in der Erwärmung eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. Heute in die Bresche springt dafür Kerstin Felkel, stark in die Lücke gestoßen, ihre Schnelligkeit ausgespielt und mit einem platzierten Wurf zur 4:2-Führung für Schwerin. Schwerin agiert jetzt nach knapp 6,5 Minuten mit einer aufgezogenen 3:1-Deckung gegen ProSport Berlin, die damit scheinbar arge Probleme haben. Zur Erklärung, eine 3:1-Deckung spielt natürlich so, dass die Spitze dort vorne bei gut 10, 11 Metern agiert und die Halben wie auch der Außen aufschieben bis zu 9 Meter. Markierung. Eben aber sehr gut ausgenutzt durch Jana Malinowski mit dem 3:4 Anschlusstreffer. Katrin Klemm im Gegenzug nochmal erfolgreich für ProSport Berlin zum 4:4. Keine Nachlässigkeiten, die Schwerin natürlich schnellstmöglich abstellen sollte, damit das nicht so eine enge Kiste wird wie in Berlin. Oder Weng noch ohne Wurfglück. Verzieht übers Tor. Passives Spiel angezeigt. Anna Pöschel mit ihrer ersten Parade. Berlin aber bleibt im Ballbesitz und hat wiederum die Möglichkeit, ihr Angriffsspiel aufzuziehen. Aber da passt Kerstin Fecke wunderbar auf, da sie die Kreisläuferin gut abschirmt. Toller Pass auf Jule Grünwald. Die wird beim Wurf behindert. Bekommt dafür aber auch nur den 9 Meter. Gibt es sicherlich andere Situationen im Spiel, da haben wir auch schon mal gesehen, dass dort ein 7 Meter gepfiffen wurde. Tolles Kreuzen im Aufbaubereich der Schwerinerin mit der Sperre von Tini Schröder auf der Linksaußenposition, wo Kerstin Felkel
der Schum über die halblinke Position rumkommt und einnetzt zum 5-4 Führung. Der Wurfversuch von Antonia Wecke ging am Tor vorbei. Also jetzt die Möglichkeit für Schwerin wieder auch zwei Tore wegzuziehen. Passfehler durch Kerstin Ferkel. Schnell vorgetragen die Konterbewegung durch Berlin. Aber ohne Glück. Denn Christina Schulze verzieht, sodass Anna Pöschel gar nicht eingreifen musste. Erneut mit dem Wurfversuch und Sabine von Angern kann den Ball aus dem Winkel nehmen. Jana Malinowski weit übers Tor. Kerstin Weckel mit einem verdeckten Schwungwurf und dem Erfolg 6-4 Führung für Schwerin. Natürlich unheimlich schwer zu verteidigen, dieser Sprunghilfwurf für Abwehrspieler, wie natürlich auch für die Torhüterin, die keinen Blick auf die Wurfhand hat. Daher eine sehr gute Variante von Kerstin Felke. Die werden wir sicherlich heute noch ein, zwei Mal öfter sehen, diese Wurfvariante. Aber das ist einfach zu einfach. Kurzes Anziehen von Malinowski, dann die Ablage zu Klemm. Die verwandelt sich ja zum 5-6. Keine 10 Sekunden später schlägt es wieder auf der anderen Seite ein in der Kiste. Da Joda Wenk über die Linksaußenposition erfolgreich war. 7-5 Führung für Schwerin. Sabine von Angern kann den Schlagwurf von Wendy Künzel entschärfen und leitet den nächsten Angriff für ProSport Berlin ein. Jetzt muss ich ja glatt mal sagen, Jana Malinowski, nicht die Größte, aber mit einem unnachahmlichen Zug nach vorne, mit dem Drang zum Tor. Jetzt zum zweiten Mal erfolgreich. 6-7 der Anschlusstreffer für ProSport. Da muss natürlich auf der Abwehrseite, wo Joda Wenk momentan steht,
einiges mehr passieren. Sonst habe ich das Gefühl, dass es noch einige Male öfter klingeln könnte. Jola weg, ein bisschen aus dem Konzept. Und so bietet sich für Pro Sport Berlin die Möglichkeit, die zum Glück durch Anna Pöschel im Keim erstickt wird. Lisa Schönfelder mit dem Versuch, aber Anna Pöschel mit der Parade. Es bleibt bei der Führung 7:6 für Schwerin. Ja, Marie Künscher, Rechtsaußenposition, gefährliche Linkshand, nutzt ihre Fähigkeiten und bezwingt Sabine von Angern im Pro-Sport-Tor. Daher 8:6 Führung für Schwerin. Ah, Jule Grünwald hat gut aufgepasst, kann schnell einleiten. Über die Abwehr natürlich zu leichten Ballgewinn und leichten Toren vorne im Angriff. So muss es gehen. Da sehen wir ein schönes Spiel ohne viel Hektik, ohne viel Spannung. Ah, wieder viele Kreuze mit der von rechts außen kommenden Marie Künscher, die aber schon in der Wurfbewegung geblockt wurde. Daher auch kein Problem für Sabine Anger, den Ball aus der Gefahrenzone zu nehmen. Und sofort im Gegenstoß das Tor durch Caroline Meyer. Kerstin Felkel wieder mit einem Sprungwurf, den sie auf Hüfthöhe ansetzt und wieder mit dem Glück des Tüchtigen und dem Treffer zur 9:7 Führung. Jetzt sehen wir Jenny Kriegsmann vorne auf der Spitze, spielt jetzt am Kreis für Jule Grünwald, die sie in den ersten Minuten aufgerieben hat. Und eine kleine Verschnaufspause braucht. Falsche Sperre abgepfiffen durch Katrin Klemm. Und sofort wieder Kerstin Felkel, schmeißt den Motor an. Wollte den Ball nach rechts außen zu Marie Künscher passen. Da aber Antonia Wecke den Fuß reinstellt, wird auch dementsprechend bestraft mit der gelben Karte. So nimmt sie natürlich den Schwerinerin die Möglichkeit für ein leichtes Tor. Nun muss man sich den Rest erarbeiten. Jenny Künzel schön rausgelegt zu Tini Schröder. Die scheitert an Sabine von Angern. Kerstin Felkel ans Lattenkreuz. Nachwurf Jenny Kriegsmann, gehalten durch Sabine von Angern. Die mit ihrer fünften Parade im Spiel. Aber der dritte Versuch sitzt. Kerstin Felkel mit ihrem fünften Treffer in diesem Spiel und dem Team Timeout für Pro Sport Berlin.
kurz wechseln. Jana raus, dafür Ronja rein. Maxi auf die andere Seite. Bitte auf den Wurf abschieben. Und vom linken Spiel. Ja? So und vorne, näher Blick Richtung Tor. Übergangsspiel. Ja? Wohnen oder einfach mal ein Einläufer des Außen. Dann, Toni auch ruhig mal, der andere auch. Passt zu euch schon mal. Aufdrehen, 1 gegen 1 gehen. Ja? Drei Spieler kommt von hinten Mitte. Ja? Und dann läufst du hinten, läufst du hinten. Ja? Mit? Ansonsten, wenn die angehen, dann hinten mal zur Hand. Ja? Bisschen mehr Anpassung von Tag. Okay, Mädels? Hopp! 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 So, wir haben mal ganz kurz Mäuschen gespielt. Bei der Auszeit von ProSport Berlin. Ging sehr ruhig zu. Scheint gar nicht so unzufrieden zu sein mit dem Spielverlauf. Es ist natürlich auch noch alles möglich. Es sind nur 3 Tore Rückstand. Der Hinweis vom Trainer war, öfter von außen einlaufen oder von den halben Positionen draufstoßen, eine Wurfbewegung antäuschen und im zweiten Nachgang dann in die Lücke. Toller Block von Joda Weng. Und den provozierten Fehlpass, den Tini Schröder abfangen kann. Und nun muss es wieder schnell gehen. Tini Schröder, Kerstin Felke, Pfosten. Zweite Mal das Holz für sie. Und Jenny Kriegsmann im Nachfassen. Wieder ans Latten, an die Latte. Aber durch die Abwehr im Kreis. 7 Meter Entscheidung. Und wieder heißt das Duell. Benny Künzel gegen Sabine von Angern. Und Benny Künzel bleibt sicher vom Punkt. Ihr 5. Treffer in diesem Spiel und die 11-7 Führung für die Springer. Und Gersi Felke, pass auf, gib Gas, beschleunigt. Aber scheitert und findet ihren Meister in Sabine von Angern. Den Abpraller konnte sich Jenny Kriegsmann greifen. Bezug zum Tor holt sie für die Spielerinnen einen 9 Meter raus. Daher bleiben wir im Ballbesitz. Und haben erneut die Möglichkeit durch Marie Kinscher, die wiederum sehr gut agierende Sabine von Angern, den Ball aus dem Spiel nimmt. Leichte Konfusion im Aufbauspiel. Da werden die Anspielstationen gesucht. Anna Pöschel mit der Parade. Und Joda Weng mit dem Treffer zur 12-5 Führung. Eingeleitet durch Kerstin Felkel. Schrittfehler. Schnell umgeschaltet von Kerstin Felke. Jenny Kriegsmann. Treffer. 13-7. Wunderschön vorgetragen von beiden Spielerinnen. Und Kerstin Felke fast wieder am Ball. Die Abwehr arbeitet sehr gut. Hat sie Andreas Bartlau eine gute Abwehrvariante ausgesucht, um diese Angriffsformation vom ProSport zu stoppen. Und wir sehen, dass auch hier wieder große Probleme. Und Anna Pöschel mit ihrer 3. Parade in Folge. Kann das Geschoss von Lisa Schönfelder entschärfen. Thank you.
Ja, Tini Schröder ist mir hier auf der Linksaußenseite noch ein bisschen zu passiv. Hat noch nicht so richtig den Weg ins Spiel gefunden. Bleibt ihr zu wünschen, dass auch bei ihr der Erfolg in Kürze eintritt. Jetzt vielleicht, genau, Raum sage ich es, nimmt sie sich ein Herz, geht auf 1-1 und bezwingt Sabine von Angern zur kurzzeitigen Führung von 14-7, aber sofort im Gegenzug Charlotte Gustav erfolgreich für ProSport Berlin. Da sehen wir mal, wie einfach das ist. Einfach ein Kreuz von halb zur Mitte. Kerstin Wecke kann aufsteigen. Er zögert lange, wartet auf die erste Bewegung von der Torhüterin. Und dann schlägt der Ball unhaltbar im Dreiangel ein. Toll erarbeitet von Wendy Künzel. Ja, der Pass ist zu lang von Anna Pöschel. Pöschel erneut schnell abgetaucht. Hat das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Joda Wenk ein bisschen überhastet mit dem Pass auf Wendy Künzel. Den Katrin Klemm und erbinden konnte. Dadurch, dass die Schwerinnen unheimlich schnell und gut zurückgearbeitet haben, konnte man diese Konterbewegung, diese erste Bewegung von ProSport stoppen. Daher mit dem neuen Spielaufbau und dem Block von Kerstin Ferkel, die sich nicht nur vorne auszeichnen kann, sondern mittlerweile auch in der Abwehr unheimlich viel für die Mannschaft tut. Und ich glaube mittlerweile der vierte oder fünfte Pfostentreffer, diesmal durch Wendy Künzel. Es bleibt 15-8 die Führung für Schwerin, weil noch knapp 3 Minuten zu spielen sind. Glück für ProSport, aber Jenny Kriegsmann von hinten angeschlichen. Ich würde es so nennen, es war ein schlechter Pass in die Vorwärtsbewegung, in den Rücken hinein. Daher kaum eine Möglichkeit für Kerstin Ferkel, den Ball. Zu sichern. Sabine von Angern mit einer guten Parade gegen Joda Wenk. Sehr gut gearbeitet von Joda Wenk und Wendy Künzel. Stellen Katrin Klemm zu. Daher keine Probleme für Anna Pöschel im Tor. Gute 2 Minuten noch und die Möglichkeit für Schwerin auf 8 Tore den Vorsprung auszubauen. Genutzt durch eingestellten 9 Meter, Wendy Künzel erfolgreich, 16-8 Führung.
Provoziert die technischen Fehler, den Schrittfehler durch Katrin Klemm. Aber wunderbar unterbunden den Konterpass von Wendy Künstler auf Marie Künstler durch Caroline Meyer. Carolina Meyer, Entschuldigung. Noch knapp 20 Sekunden. Wieder gutes Arbeiten an der Kreisläuferin von ProSport. Aber jetzt Carolina Meyer mit dem Anschlusstreffer zum 16:9. Aber auch Schwerin hat nochmal die Möglichkeit durch Wendy Künzel. Die wird gestoppt. Minuten sind um, erste Halbzeit, 16:9 Führung für Schwerin. Freuen wir uns auf eine zweite spannende Halbzeit. So, da sind wir wieder zur zweiten Halbzeit zwischen Grünweiß-Schwerin und ProSport Berlin. Momentan die Führung 16:9 für die Schweriner Mädels. Hoffen wir, dass die Mädels an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen können. Schwerin waren auch sehr, sehr früh aus der Kabine zurück. Berlin war ein wenig später da, haben die 10 Minuten Halbzeitpause ausgenutzt. Gab sicherlich einiges zu besprechen für das Trainergespann. Man möchte sich natürlich hier auch in Schwerin so gut wie möglich verkaufen. Die Künstler mit dem Block ging Jana Malinowski. Der Nachwurf durch Lisa Schönfelder. In den 10:16 Anschlusstreffer für ProSport erzielt. Bei Schwerin jetzt im Tor Susi Grimm. Nach Vorarbeit von Kerstin Ferkel erfolgreich zum 17:10. Und Susi Grimm mit ihrer ersten Parade. Mit einer tollen 1-1-Bewegung und dem Treffer zum 18:10. Keine Chance für Sabine von Anger. Ja, es waren zwei technische Fehler hintereinander. Einmal auf der Seite Berlins und einmal durch die Schwerinerin. Somit wäre Berlin
mit der Möglichkeit und dem Treffer wiederholt Lisa Schönfelder von rechts außen erfolgreich. 11:18. Passives Spiel angezeigt, aber da zeigt sich die Klasse von Kerstin Felkel. Kurz den Kopf hoch und dann ab durch die Mitte und der Führung zum 19:11. Marie Kinscher ausgetanzt, dann Joda Wenk im Regen stehen lassen und ein beherzter Leger über den Kopf von Susi Grimm. Treffer durch die Nummer 18, Caro Schmidt und das 12:19. Weg mit dem nächsten Versuch und Sabine von Anger mit der nächsten Parade. Oh, das sollte Jenny Kriegsmann natürlich nicht machen. Im Nachgang hinten nachschlagen. Das kann schnell zu einer 2-Minuten-Strafe führen. Das ist viel effektiver. Hat Susi Grimm ein wenig zu viel Kraft gehabt. Der Ball etwas zu lang für Jenny Kriegsmann, die zwar sehr gut abgelaufen war, aber den Ball kann sie nicht erreichen. Und schon ist sie wieder zurück in der Abwehr. Noch nachzutragen, Joda Weng. Vorher mit der gelben Karte, eben gerade noch gesehen. Benny Künzel auch mit der gelben Karte. Dini Schröder mit dem langen Ball auf Jenny Kriegsmann. Die mit ihrem zweiten Treffer und der Führung zum 20:12. Und Susi Grimm mit einer tollen Parade. Kann den Wurf von Anni Hoffmann entschärfen. Im Gegenzug Kerstin Felkel verzieht. Rechts am Tor vorbei. Stürmer faul. Und Schwerin wieder im Angriff.
Jetzt sehen wir hier eine Manndeckung für Wendy Künzel. Da kümmert sich jetzt Carolina Meyer drum, Entschuldigung. Aber Marie Künzel nutzt diese Lücke in der Abwehr und erhöht zum 21-12. Susi Grimm mit der nächsten Parade, schnell eingeleitet und weitergeleitet. Jenny Kriegsmann sichert den Ball im Nachfassen mit dem Pass auf Marie Kinscher, die mit dem vierten Treffer die Führung ausbaut zum 22-12. Und Jana Malinowski lässt Joda Wenk alt aussehen. Das ist ja auch ein, zwei Mal schon in der ersten Halbzeit geglückt. Somit der Anschlusstreffer zum 13-22. Marie Kinscher zieht zwei Leute auf sich, sieht die parallel zustoßende Joda Weng, die kann durchstarten und mit dem Treffer 23-13. Abwehr im Kreis, 7 Meter Entscheidung. Jana Malinowski gegen Susi Grimm, die sich letzte Woche bei ihren zwei Auftritten im Kasten, beim 7 Meter zweimal auszeichnen konnte. Hier hat sie keine Chance. Anschlusstreffer 14-23 durch Jana Malinowski. Schrittfehler angezeigt. Die Unparteiischen leiten sehr gut das Spiel. Hart und konsequent. Trotz alledem unauffällig. Hoppla, das habe ich auch ein wenig anders gesehen. Und übertreten. Abwurf vom 6-Meter-Kreis. Kerstin Felke schaltet um mit Doppelpass auf Jenny Kriegsmann. Parade durch Sabine Anger, die aber im dritten Versuch der von Marie Kinscher aus sehr spitzen Winkel aus der Rechtsaußenposition abgefeuert wurde. Keine Chance. Führung 24-14. Das war Marie Kinschers 5. Treffer in diesem Spiel. Sehen wir eine fast dreifache Manndeckung oder ein sogenanntes 3 gegen 3. Aber das kann Kerstin Felke nichts anhaben.
Sie geht in die 1-1-Situation und ist erfolgreich zum 25-14. Tolle Arbeit von Tini Schröder. Gekonnt den Ball aus der Hand gespielt. Und somit Schwerin wieder in der schnellen Konterbewegung. Mit zwei, drei schnellen Pässen ist das Feld überbrückt. Und Jola Weng hat einfaches Spiel und netzt den Ball ein zum 26-14. Ja, Jana Malinowski bleibt im Block hängen. Fanny Künzel aus der Manndeckung schleicht. Dann kommt der Pass von Kerstin Felkel. Und Fanny Künzel sicher zum 27-14. Auszeit genommen vom Pro Sport Berlin. Ein wenig Ratlosigkeit. Tini, Lisa, Wechsel. Anni, Clemmi. Beziehungsweise mit dir. Passt das Doppelpassspiel nicht zu? Stell's doch mal zu. Versuch's doch mal. Ja? Clemmi mit Mali oder mit Maxi an der Mittelposition hinten Mitte stehen. Sieht sie doch Schnittstelle und du gehst drüber auf Halt, dass sie öffnen kann oder die ablehnen kann. Ja? Mädels, und dann nochmal. Jeder Abpraller geht zum Gegner. Jetzt mal konzentrieren und kämpfen nochmal. Ist doch jetzt vollkommen egal. Jetzt aber nochmal. Ja, ich konnte eine ganze Menge verstehen dort. Erste Ansage, klare Ansage vom Trainer. Kämpfen, Mädels, kämpfen, kämpfen. Hat einige Wechsel vollzogen und hat auch nochmal betont, lasst diese Doppelpässe nicht zu. Damit überrennen sie euch, dadurch erzielen sie ihre Treffer. Soweit ich das auch verstehen konnte, hat er das Abwehrzentrum ein wenig umgestellt. Das ist das, was der Trainer seinen Medien nochmal mitgegeben hat auf dem Weg, auf die letzten 16 Minuten. Aber Jana Malinowski verzieht wiederum übers Tor und Schwerin in der schnellen Vorwärtsbewegung. Aber jetzt auch mit dem Ballverlust. Genutzt durch Jana Malinowski, die im Konter erfolgreich ist, zum 15-27. Jana Malinowski mit ihrem fünften Treffer in diesem Spiel. Ja, das ist eine dankbare Höhe für Sabine von Angern, die Marie Kinschers Wurf entschärfen kann und Möglichkeit für Berlin. Block durch Fanny Künzel. Im Nachfassen Katrin Klemm, aber auch sie hat kein Glück. Somit wieder Ballbesitz für Schwerin. Das war der Doppelpass, den der Trainer angesprochen hat bei Berlin. Und er bindet die Doppelpässe. Hier klappt es wunderbar zwischen Jenny Kriegsmann und Jola Weng.
Sie kann einnetzen zum 28:15 für Schwerin. Der Ball geht ins Leere und sofort das schnelle Umschalten. Mari Kincher mit dem Treffer zum 29:15. Was heute sehr gut zu erkennen ist, die Abwehr bei Schwerin mit dieser 3-2-1-Deckung steht und funktioniert. ProSport hat damit große, große Probleme. Aber jetzt mal mit Erfolg. Maxi Schmal mit dem Anschlusstreffer 16:29. Kerstin Ferkel verzieht. Abgestanden. Ballbesitz Schwerin. Und jetzt der Wechsel. Tini Schröder kommt raus. Für sie jetzt wieder zurück auf dem Feld. Jule Grünwald. Positionell heißt das. Jule Grünwald an den Kreis. Jenny Kriegsmann nach links außen. Und Mari Kincher in der direkten Manndeckung. Benny Künzel mit dem Treffer Nummer 30 für Schwerin und 16 für Berlin. Jetzt macht sie es besser von rechts außen, die Nummer 8, Christina Schulze mit ihrem ersten Treffer für ProSport 17:30. Und Wendy Künzel macht weiter. Sieht manchmal sehr so einfach aus bei ihr. Mit unheimlich viel Zug und Drang zum Tor. Und ProSport erarbeitet sich durch die schnelle Gegenbewegung einen 7 Meter. Dazu tritt wieder an Jana Malinowski gegen Susi Grimm. Auch da keine Chance für Susi Grimm. Und der Anschlusstreffer zum 18:31. Die Künzel mit ihrem dritten Treffer in Folge, dem 10. in diesem Spiel und der 32:18 Führung. Und wieder geht es über die Rechtsaußenposition eigentlich schnell. Da hat Jenny Kriegsmann noch nicht das richtige Stellungsspiel gefunden. Zweiter Treffer durch Christina Schulze.
Falsche Sperre durch Jule Grünwald. Hat den Arm eingeklemmt, der Gegenspielerin. Durch Wendy Künzel gegen Jana Malinowski. Zugunsten eines Eckballs. Und Antonia Wecke erfolgreich über die Linksaußenposition durch die gute Vorbereitung durch Jana Malinowski. 20-32, trotz alledem der Rückstand für ProSport hier in Schwerin. Oh, wie ist das schön. Es ist unheimlich einfach. Schönes Kreuzen auf den Aufbaupositionen und erfolgreich abgeschossen durch Kerstin Felkel. Und im Gegenzug die Parade von Susi Grimm gegen Maxi Schmal. Führung jetzt 33-20 für Schwerin. Und wenn die Künzel macht weiter, die hat heute Spaß, die hat heute Bock. Und dem nächsten Treffer 34-20. Gut gearbeitet von der Abwehr. Susi Grimm mit dem zweiten Versuch, eine schnelle Bewegung einzuleiten. Zweite Mal ohne Erfolg. Und im Gegenzug kassiert Susi Grimm von Maxi Schmal den Gegentreffer. Und es steht jetzt 34-21 für Schwerin. Wie man so schön sagt, OKB gegen Jana Malinowski und dem Treffer zum 35-21. Und im Gegenzug wieder die gute Bewegung nach vorne und die Belohnung 7 Meter für ProSport. Und jetzt der Torwartwechsel. Anna Pöschel zum 7 Meter im Tor gegen Jana Malinowski. Aber auch Anna Pöschel hat keinen Erfolg dabei. Somit der Treffer 22-35 durch Jana Malinowski. Jetzt wieder zurück im Tor, Susi Grimm. So, 2 Minuten Strafe für Maxi Schmal. Überzahl also für Schwerin. Und das ist die bekannte Kombination, indem man die Abwehr, die 5er Abwehr aushebelt
haben wir mehrfach schon gesehen in vielen Spielen. Auch hier wieder erfolgreich abgeschlossen durch Mari Künscher von der Rechtsaußenposition. Und Mari Künscher macht weiter mit ihrem nächsten Treffer durch tolle Vorarbeit und dem schnellen Pass nach vorne. 37 zu 22. Der Trainer hier an der Seite fordert seine Kreisläuferin, komm raus aus dem Kreis, biete dich mit an. Und jetzt laufen die Berlinerin ins offene Messer. Jetzt klappt der Pass auf Jule Grünwald, die erfolgreich für Schwerin zum 38 zu 22. Und der nächste Ballgewinn durch Jule Grünwald. Noch gut nachgesetzt von Marie Künscher, wird belohnt mit dem 9 Meter. Dreieinhalb Minuten noch und ProSport wieder komplett. Ah, schade, Ball am Fuß von Kerstin Ferkel. Möglichkeit für Berlin, den Abstand zu verringern. Aber Malinowski wird geblockt durch Wendy Künzel. Und der gute Pass von Susi Grimm auf Jule Grünwald. Und durch den dadurch folgenden 9 Meter die Vorlage von Kerstin Ferkel auf Marie Künzel. Und dem Treffer zum 39 zu 22. Oh, Versuch von Maxi Schmal über das Tor. Die Maschine rollt wieder, Grünwald-Schwerin im Vorwärtsgang. Jenny Kriegsmann übertreten. Es bleibt bei der 39 zu 22 Führung für Schwerin. Den Spielverlauf angemessen. Auf jeden Fall, wir haben eine tolle Schweriner Mannschaft heute gesehen. Gute Torhüterleistung und natürlich toll vorgeführte Angriffe auf Schweriner Seite. Und der Versuch über Antonia Wecke scheitert bei ihrem Heber. Er geht nicht ins Tor, er geht übers Tor. Und wieder Kleinigkeiten, kleine Fehler. Übertreten durch Marie Künscher. Und jetzt noch 55 Sekunden zu spielen. Nochmal die Chance für Berlin. Trotzdem bleibt sagen, tolle Abwehrleistung der Schweriner Mädels. Gut vorgeführte Angriffe. Damit hat man ProSport Berlin den Zahn gezogen. Der nächste Block nochmal. Der Pass von Susi Grimm auf Jule Grünwald. Und Treffer Nummer 40 durch Jule Grünwald. Nochmal, nochmal 8 Sekunden. Knappe 8 Sekunden. Und es ist vorbei. 60 Minuten um. Ein tolles, ein schnelles
ein erfolgreiches Spiel für die Schweriner Mädels, die mich mit 40-22 von ihrem Publikum verabschieden heute. Halt, jetzt bin ich fast zu schnell. Direkter Freiwurf noch, muss natürlich ausgeführt werden. Aber Fair Play, Kerstin Felkel, warum auch? Warum soll ich werfen? Wir haben das Ding gewonnen. Und somit ein tolles Spiel mit einem verdienten Sieger. Nun mal Schwerin. So ist das Endergebnis hier in der Hölle in Schwerin, wo der SV Grün-Weiß Pro Sport Berlin bezwingt. Andreas, wie hast du dieses grandiose Spiel gesehen? Ja, also wie habe ich das grandiose Spiel gesehen? Ich denke, so viele andere Zuschauer auch, für meinen Trainerkollegen sicherlich heute nicht so schön gewesen, aber ich habe meinen Damen einfach nochmal das Hinspielergebnis heute an die Kabinentür genagelt und in dem Zuge, dass wir jetzt alle Spiele gewinnen wollen, sollte Pro Sport heute kein Stolperstein für uns sein und sie haben von der ersten Minute an Gas gegeben und das hat mir schon gefallen. Gut, das Hinspiel ging 32-31 aus. Für die Schweriner ganz knapp. Schwerin hat bloß einmal geführt. Man hat hier ein knapperes Ergebnis hier in Schwerin erwartet. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Eigentlich nicht, weil wir in letzter Zeit ein Stück weit an Selbstbewusstsein verloren haben durch Spiele, die einfach in der Saison, in der Vorsaison, sag ich mal, knapp mit einem Tor verloren gegangen sind. Wir haben ganz viele Spiele, wo wir immer knapp mit 2-3 Toren verloren haben. Das lag an individuellen Fehlern, an technischen Fehlern. Und irgendwann ist das Selbstbewusstsein weg. Und das ist bei meinem Damen zurzeit aktuell. Wir tun uns unheimlich schwer. Hat es heute auch wieder gesehen. Also sicherlich hätten wir hier alles geben müssen, um einigermaßen mitzuhalten. Hätten bestimmt auch nicht gewonnen. Aber die Vielzahl an, sag ich mal, technischen Fehlern und an individuellen Schwächen, die gezeigt wurden, die waren sehr erschreckend für mich heute. Wo kann man da ansetzen, um das in nächster Zeit auszumerzen? Gute Frage. Auf jeden Fall erstmal brauchst du natürlich auch einen gewissen Stamm an Leuten, die trainieren können. Ich trainiere mit der Truppe einmal in der Woche gemeinsam. Ansonsten habe ich nur einzelne Spieler und das ist das Resultat dessen. Ich hoffe, wir kriegen es in 2-3 Wochen besser hin. Wir haben dann, stellen dann um, die anderen Spieler kommen hoch und ich habe dann einen Zugriff auf mehreren Spielern und kann halt im Training das erarbeiten. Und im Training muss man eben die Sachen erarbeiten, die im Spiel nicht klappen. Gut, Andreas, wir haben am Anfang des Spiels eine Schweigeminute für Japan eingelegt. Mir ist heute in diesem Spiel etwas aufgefallen, was ich so bei Grün-Weiß noch nicht gesehen habe. Ich habe nicht eine einzige 2-Minuten-Strafe gesehen. Ja, Gott, das war heute wirklich so. Also ich muss mal dazu sagen, wir haben uns heute wieder für eine offensive Abwehrvariante entschieden. Sie haben es letzte Woche nicht so gut gelöst. Heute waren sie wesentlich besser, wesentlich spritziger auf den Beinen. Und ja, wir hatten dadurch auch sehr viele Ballgewinne. Und sicherlich das eine oder andere hätte man auch ruhig mal eine 2-Minuten-Strafe geben können. Aber im Groben und Ganzen haben wir eine saubere Deckungsarbeit heute hingelegt. Gut, ganz ohne 2-Minuten-Strafe ist es ja nicht ausgegangen. Auf Pro Sport gab es eine einzige 2-Minuten-Strafe. Damit sind wir, glaube ich, recht gut bei diesem Spiel ausgekommen. Wo geht's für euch in nächster Zeit hin? Ja, also wir haben den zweiten Tabellenplatz und den wollen wir auch behaupten.
Und es ist ja immer noch möglich, dass man auch aufgrund des Tabellenplatzes immer noch aufsteigen kann in die dritte Liga, sobald eben der Erstplatzierte verzichtet. Und ja, das möchte der Verein und ich denke mal, dass wir dann auch, wenn wir das grüne Licht bekommen und die Meldebestätigungen sind ja jetzt raus, dass wir in Kürze auch erfahren, wer meldet und wer nicht meldet. Und bei uns ist es also eine Meldung raus. Und wir wollen hier am 7.5., das ist das letzte Heimspiel, wollen wir dann auch dementsprechend die Saison ausklingen lassen und eine kleine Feier machen. Und wenn wir dann den Aufstieg besiegelt haben, dann wird auch eine Aufstiegsparty gemacht. Gut, leistungstechnisch, dritte Liga, ist das anhand des heutigen Ergebnisses, denke ich mal, ganz gut sichtbar, so aber im Verlauf der Saison? Naja, also dritte Liga, das ist natürlich ein ganz anderes Kapitel und wir werden uns dann sicherlich auf die eine oder andere Position auch verstärken müssen. Wir würden uns freuen, wenn das Gerüst der Mannschaft alles so bleibt, wie es jetzt ist und punktuell dann dementsprechend Verstärkungen dazu holen. Dann denke ich mal, werden wir auch viele schöne Spiele sehen hier in der dritten Liga, ja. Wo geht's für Pro Sport Berlin hin? Ja, wohl in die Verbandsoberliga bei uns in Berlin, weil ja viele aus Regionalliga, die in unsere Ostsee-Spreeoberliga absteigen müssen, mit aufgefangen werden. Das heißt, wenn man hier einen 9., 7. Platz erreicht, kann man noch absteigen. Wir versuchen, alle Punkte zu holen, die noch gehen. Und wenn nicht, neu aufbauen. Ich meine, ich habe 7, 8 Spieler verloren, zur letzten Saison her. Das zu kompensieren, versuche ich in der neuen Saison nochmal anzugreifen, dass die alle bleiben, dass ich mal 2 Jahre kontinuierlich mit einem Stamm arbeiten kann. Und dann wollen wir schnellstmöglich wieder in die Ostsee-Spreeoberliga, wenn wir nicht auch so halten sollten, falls jemand zurückzieht. Das, denke ich mal, wird nur so gehen. Gut, Zielsetzung bis zum Ende der Saison. Wie viele Punkte müssen da noch drin sein? Oh, wenn das so wäre, dann um einigermaßen sicher zu sein, müsstest du jetzt alles gewinnen. Definitiv. Also wir, uns haut das nicht mehr hin. Ja, gut, 4 Punkte weg sind wir vom anderen. Und wir haben noch jetzt fast alle Mannschaften, die im oberen Tabellendrittel stehen, vor uns, teilweise auswärts, in Frankfurt, beim OSC Friedenau. Das ist ein internes Duell, da sind sie dann alle heiß. Und ich habe zu Hause noch ein TSC und Rostock. Und das ist dann etwas schwierig. Aber wir werden versuchen, ein bisschen mehr Mut zu schöpfen und wieder ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen. Und dann hoffe ich, dass es ein bisschen aufwärts geht. Gut, dann bedanke ich mich bei Andreas und wünsche Ihnen noch viel Spaß. Und wir sehen uns bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin. Andreas. Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Grüß mal den Reinhard. Ne? Mach ich. Gut.